Wasserratten aufgepasst. An Tag 2 von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics enterten die Schwimmer das Becken in der SSE-Schwimmhalle im Velodrom. Bei zahlreichen Wettbewerben brachten die besten deutschen Jungathleten das Becken ordentlich zum Kochen. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr cool. Für mich persönlich ist es das erste Mal. Ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr in dem Team. Und dieses Jahr ist es mein erstes Mal. Ich finde es persönlich sehr cool. Ob beim Brust-, Freistil- oder Schmetterlingsschwimmen, die Schülerinnen und Schüler der 16 Bundesländer wuchsen einmal wieder über sich hinaus. Und zwar nicht für sich alleine, sondern immer mit dem Ziel vor Auge, Punkte für die eigene Mannschaft zu sammeln. Dabei steht natürlich immer der Teamgedanke an vorderster Stelle. So, es ist eine sehr große Ehre für Rheinland-Pfalz zu schwimmen hier. Aber wir haben auch sehr stark dafür gekämpft, dass wir hier sein können. Also es ist aber trotzdem sehr schön. Naja, also Berlin ist einfach erstmal mega nice und ja, die Atmosphäre hier ist schön und alle Mannschaften halten einfach zusammen. Der Schwimmwettbewerb von JTFO und JTFP hielt jedoch eine ganz besondere Disziplin bereit, denn die Länderstaffel stand auf dem Programm. In dieser besonderen Staffel treten die paralympischen und olympischen Teilnehmer gemeinsam an. Bei Jugend trainiert für Olympia und Paralympics eine einzigartige Möglichkeit zur Inklusion der Sportler. Also für mich ist was echt Besonderes, weil es gibt selten Wettkämpfe, wo Nichtbehinderte und Behinderte zusammenschwimmen. Und die Staffel ist einfach ein sehr gutes Beispiel für Inklusion und dass man einfach Spaß haben kann zusammen. Das ganz Besondere an der Get-Together-Staffel ist, dass es das einzige wirklich vollständig den Namen verdienende Event im Rahmen von Jugend trainiert ist, was wirklich voll inklusiv stattfindet. Das heißt, hier starten Athleten aus dem paralympischen, aus dem olympischen Bereich gemeinsam in einem Wettbewerb. Bei den Paralympics setzte sich die Stephen Hawking Schule aus Neckargemünd die Krone im Schwimmen auf. Und auch bei den zukünftigen Olympioniken gab es in den Wettkampfklassen 3 und 4 Sieger ohne Ende. Das ist sau krass, also generell, was man sieht, was da für Leute die Zeiten machen. Und wenn man halt an seinen eigenen kleinen Verein denkt, an die kleinen Wettkämpfe, die man selbst schwimmt, ist einfach ein komplett anderes Feeling und einfach nur saugeil. Der Schwimmwettbewerb bei JTFO, JTFP zeigte wieder einmal, wie erfolgreiche Inklusion funktioniert. Getreu dem Motto Get Together kommen die jungen Sportler zusammen, um gemeinsam Sport zu zelebrieren. So